In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben, wir sind schon im Auto. Susanne war gerade bei uns und jetzt fahren wir nach Leverkusen zu Action. Eigentlich Standard, ne, wenn wir uns treffen, immer Action. Ja, Madame sitzt vorne und wir sind hinten und wir kotzt gerade. So, Lina ist bei Papa und Lia ist bei uns. Ja, und heute Abend haben wir einen Termin abbiegen. Beim Kinderarzt. Mal schauen, was er sagt. Ich kann neben dir irgendwie nicht vloggen, ne? So, wir sind jetzt bei Action. Ich kann nicht viel filmen, weil Lia die ganze Zeit heult. Aber ich kann euch mal zeigen, was es so gibt. Konfetti-Ballon. Habt ihr eigentlich die Knallerbsen benutzt, Susan? Nein, das hat nicht. Nein? Ja, das kannst du ruhig benutzen. Bin die Bäckle, meine Gedeckjok. So, und hier ist Schokolade. Ich hasse das hier. Boah, dein schmeckt richtig geil, ne? Übrigens, das Susan, für die, die noch nicht ihren Kanal abonniert haben, könnt ihr gerne machen. Ist unten in der Infobox. Willst du was sagen? Nein. Ja, wir schauen jetzt mal, was wir kaufen. Lea liegt übrigens hier. Und ja, wir schauen uns um. Krass, guck mal, hier gibt es sogar diese Farb- und Schmutzfinger. Wusste ich gar nicht. Kann das immer gehen. Ey, die kosten doch 5,99 oder so, ne? Ja, ich glaube schon. Manche tun hier den Staubsauger rein, ne? Ich auch. Aber ich finde das zu teuer. Ich hatte für 2 Euro gekauft im Ausverkauf. Das findest du nicht, 5 Euro. So, wir sitzen jetzt wieder im Auto und fahren Richtung... Hi! was soll ich jetzt sagen? Wir fahren jetzt in die Rathausgalerie Leverkusen. Genau. Also, wir versuchen euch natürlich mitzunehmen, aber wenn es zu stressig wird, dann leider nicht. Ne? Ja. Also bis gleich. So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder im Auto. Wir waren kurz in der Rathausgalerie. Wir haben aber nichts gefunden. Wir haben nur Cookies gekauft bei Subway. Die schmecken ja super, super lecker. Übrigens habt ihr ein Rezept für Cookies, die genauso wie bei Subway schmecken und die nicht am Ende hart werden. Naja, Audem macht jetzt auf jeden Fall Burger für uns und wir fahren jetzt zu mir. Aber wir müssen noch Amira abholen, Susans Schwester. Tochter. Alles gut, Schatz, alles gut. Und danach müssen wir auch zum Kinderarzt. Also bis gleich. So, wir sind jetzt mittlerweile schon beim Kinderarzt. Wir haben Audems Burger gegessen und wir haben deine Burger geschmeckt. Susan, ein bisschen gewürzlos, aber dank der Soße hat es geschmeckt. Ja. Der Mann hat mich verarscht. Ja. Er hat gesagt, schmeckt gut. Der hat einen Mitarbeiter gefragt und der hat gesagt, schmeckt nix, gut. Nichts böse gemeint, aber diese Deutschen, die tun einfach kein Gewürz hin, Fleisch rein. Ja, und zwar Ausländer tun dann eher. Fleisch, tun auf Feuer, ein ganz bisschen Salz und danach essen die. Das ist doch kein Geschmack. Ja, wir haben auf jeden Fall Lias U3. Ja, U3. Und Lia liegt schon hier. Das ist unsere süße Maus. Ne, Lia? Das ist unsere süße Maus. Und sieht sie aus wie Lina? Was sagt ihr? Schreibt mal eure Kommentare. Ja, ha. Du musst nicht auf Klo. Du warst gerade zweimal. Man sieht sich aus wie Lia, Lina. Opa. Lalalalalala. Ja. Ja. Sie wiegt jetzt übrigens 4650 Gramm und ist Ei. Und ist 54,5 cm groß. Genau. Was ist das für ein Geräusch jetzt?
Aram, sam, sam, aram, sam, sam. Oh, guli, 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 ram, sam, sam. Guli, 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 ram, sam, sam. Bitte, bitte, bitte. Oh, na, nicht spucken, nicht spucken, nicht spucken, Schätzchen, nicht spucken. Sie hat sich übrigens gekratzt, wie man sieht, Madame. So, ihr Lieben, wir waren gerade. Soll ich dir helfen? Komm mal zu mir. Wir waren gerade beim Kinderarzt. Ja, mit Lea ist soweit alles gut. Beim Hüftscreening gab es nur etwas. Die Hüfte soll ja bei 60 Grad möglich sein. Also die Grenze. Und Lea ist genau an der Grenze. Der meinte, ich muss das jetzt in 4 Wochen nochmal kontrollieren. Und warte, Lena, warte. Und ja, ich hoffe, das bessert sich. Er meinte, nachts sollten sie 2 Pampers abziehen statt 1. Warte, Schütz. Ja, jetzt müssen wir abwarten. Also drückt uns die Daumen und betet für uns, dass alles gut ist, dass das besser wird. Ja, ich will mir jetzt nicht so viel Kopf machen. Er meinte, wir kontrollieren 4 Wochen nochmal und dann schauen wir einfach. So, dann habe ich für, wir waren ja bei Action, da habe ich für Lina ein paar Sachen gekauft. Und zwar finde ich ja, dass Lina liebt es ja, mit Lego zu spielen. Und ich habe ja jetzt von Marsha und dem Bären so Lego-Teile geholt. Ich hoffe, die passen drauf, aber ich denke schon. Die haben auch nur 2-3 Euro gekostet, voll krass. Da ist jetzt nicht viel drin, aber das reicht vollkommen. Einmal das. Das hat auch nur 3 Euro gekostet. Also schaut mal bei Action vorbei. Ich denke mal, dass das auch mit Lego zusammenpasst. Bring mal einen Lego-Baustein, Lena. Bring mal einen Lego. Bring mal einen Lego, bitte. Ich gucke mal, ob das passt. Dann einmal das. So schaut das aus. Hier ist Marsha mit bei, hier ist Bär mit bei und ich habe noch ein großes Set gekauft, was nur 5 Euro gekostet hat. Halt das fest. Ich mache für euch den Test. Ja, passt sogar perfekt drauf. Ihr seht, das geht schwer drauf und schwer ab. Perfekt. Das kannst du schon mal mitnehmen. Nein, ohne Getränke. Ohne Getränke. So, und dann noch dieses Set. Ja, Go Fishing heißt das. Das hat auch nur 4 Euro oder so gekostet. 4, 5 Euro hat das gekostet. Ihr könnt ja mal bei euch vorbeischauen. Nicht auf den Boden schmeißen, Schatz. Dann habe ich Chips mitgenommen. Meine Freundin meinte, das schmeckt gut. Also Susan. Dann 2 Kerzen mit der Duftrichtung Orange. Also hier steht Cocktail, Früchte-Cocktail. Aber ich finde, das riecht so nach Orange. 2-mal. Dann ein Ladekabel für das Auto. Das ist so ein Samsung mit iPhone-Ladekabel. Dann, was ich total schön fand, diese Stifte, die sehen so schön aus. Die haben pro Packung 95 Cent oder 99 Cent gekostet. Das sind so Metall. Also, seht ihr das? Glitzer drin. 2-mal. Vorsicht, warte. So. Hast du? Ja. 2-mal das. Dann für das Badezimmer so ein Airwick Fresh Up Duft. Dann für Lia so eine Bastelschere. Die hat auch, wie viel hat die gekostet? Ich glaube 1,99. Weil Lina momentan voll aufs Schneiden. Also sie liebt es mit der Schere zu schneiden. Deswegen dachte ich, ich hole dir die Kinderschere, bevor sie sich irgendwas aufschneidet. Dann fürs Badezimmer 2-mal diese. Wie heißen die doch? Bürsten. Und dann habe ich 2 Packungen von diesen Notizblöcken geholt. Die werde ich dann an unseren. Ja, schmeiß es aber auch weg, ja? Den Müll. In die Mülltonne gleich, okay? Ja. Okay. Ich gebe das dann auch für die Einkaufslisten drauf, damit ich das dann weiter nutzen kann, weil es die Einkaufslisten leider nicht mehr bei Action gibt. Lena, nicht da spielen, da. Ja, Mama. Da spielen bitte. Danke. So, Lena schläft jetzt auch. Dann ist unsere Brandnussbox angekommen, die zeige ich euch auch direkt. Und wenn es was gibt, was ich nicht brauche, verschenke ich das dieses Mal, weil ich habe jetzt jeden beschenkt, den ich beschenken konnte. Hebamme und alles Mögliche.
Übrigens habe ich eine neue Klobrille gekauft, weil ich sehe es nicht mehr ein, 40, 50 Euro zu zahlen. Und unsere Klobrille geht jedes Mal kaputt, weil die Schrauben falsch angesetzt sind bei uns. Das ist total der Horror. Jedes Mal rutscht die Klobrille nach links und nach rechts und dann geht sie kaputt. Richtig schlimm. Und unsere Brandmusbox. Ihr wisst, da haben wir ein Abo. Da haben wir einmal, ich zeige euch das jetzt im Schnelldurchlauf, Kokosgewürz einmal aus Bangkok, so wie es ausschaut. Einmal das. Dann haben wir hier zweimal Reis Cuisine. Was ist das denn? Kochcreme. Ich denke mal, das ist sowas wie Schlagsahne. Ich denke mal, das ist perfekt für einen Auflauf und so. Mit 8% Fett. Das kann man benutzen. Dann Karotten-Kokos-Ingwer-Suppe. Einmal das hier. Und Tomate-Mascarpone-Rucola. Ich schau mal, ob das Lina trinkt, wenn ich das aufwärme. Dann haben wir hier Macadamia. Was ist das denn? Ich denke mal so ein Macadamia-Getränk. Dann haben wir hier einen Backpacker Rohkost-Cookie. Achso, das sind Cookies. Nochmal Cookies. Dann haben wir hier einen Smoothie mit was? Soll ich das aufmachen? Das muss man aufschneiden. Gib mir das mal her, Schatz. Mit Orangensaft, Apfelmark, Erdbeermark, Apfelsaft, Himbeermark. Holunderbeerensaft, Mangomark, Zitronensaft und Leinsamen. Dann haben wir hier Relax, Kokosnusswasser. Ich hasse Kokosnusswasser. Ich hasse es. Also, mir schmeckt das nicht. Gute Nachrichten für einen frischen Start und von Geist und Seele. Biotee, klärende Teemischung aus Anis, Fenchel und Kardamom. Okay, das würde ich auf jeden Fall trinken. Ja, Schatz, was denn? Ja, aber spiel mit deinen Legos zusammen, ne? Und Low Carb, Kakao und Nuss. Das war es auch schon. Genau, die Box gefällt mir ganz gut. Eigentlich liebe ich ja die grüne Box, aber die Box ist auch ganz gut. Okay. Ja, das ist der. Dann habe ich Erdbeeren gekauft bei Rewe. Weil ich wollte ja was Süßes machen, so eine Süßspeise. Und ich denke mal, wir machen was mit unseren Freunden Sonntag oder Samstag. Ich weiß noch nicht. Wir wollten ins Indoor-Spielplatz und danach kochen. Bei denen oder bei uns wissen wir auch noch nicht. Und was noch? Und was noch? Dann hat Lina noch ein Paket bekommen. Das zeige ich euch gleich. Wir dürfen ja immer wieder mal Pakete von VTech benutzen. Und Pakete, Spielzeuge testen. Ich habe euch auf Instagram schon einige Spielzeuge gezeigt. Und zwar diese Tutut-Autos. Das sind die neuen von Minnie Maus und Mickey Maus. Ich zeige euch das mal kurz. Die sind total cool. Lina hat 6 Stück bekommen, aber die anderen 4 sind jetzt bei meiner Mama. Sie hat ja am Wochenende da geschlafen, habe ich euch erzählt. Und sie liebt diese Autos. Also sie hat sie wirklich überall mit hingeschleppt. Auch ins Krankenhaus, wo die ja auf die Welt gekommen ist. Und zwar sind das diese hier. Das sind diese Tutut-Flitzer, da kann man draufdrücken. Sie redet dann und singt. Also total cool. Ja, und die kann man unten ausschalten. Das sind ganz normale Tutut-Flitzer. Dann hat sie noch Daisy, sie hat auch Goofy und Mickey Mouse und Donald Duck. Die sind richtig schön. Genau, sie hat noch mehrere davon. Die sind von VTech, wie gesagt. Ich verlinke euch die unten in der Infobox. Die gibt es auch auf Amazon zu kaufen und auf allen Plattformen eigentlich, wo ihr Spielzeuge online bestellen könnt. Ja. Ja, das ist Bär. So. So, dann zeige ich euch was. Also das hat Lina schon lange vor langem bekommen, diese Tutu-Flitzer. Das habe ich euch aber auch schon auf Instagram gezeigt. Ja,
der uns mehrmals fragt, hat das bestimmt auch schon in den Vlogs gesehen. Und jetzt zeige ich euch, was sie wiederbekommen hat von Frau Tech. Von der lieben Saskia. Moment. Ich bin mal gespannt. Das ist nämlich ein Riesenpaket. Ananas! Cool, das sind die Blabla-Blocks. Einmal hier den Elefanten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wow. Und noch eins. Warte, das macht. Nein, mach das nicht auf. Und einmal diesen Lastwagen. Das sind diese Bausteine, die auch reden. Wow. Wir packen das mal kurz aus. Dann zeige ich euch das. Das ist ein Lastwagen. Cool. Zahlen, Werkzeuge, Farben und Musik lernen wir damit. Sehr gut. Ich packe das mal kurz aus, dann schauen wir uns das zusammen an. So, wir haben jetzt das erste ausgepackt. Und zwar den Lastwagen. Warte. Und zwar kann man hier die Dinger hier reinstecken. Moment. Lass uns etwas bauen und dabei viele neue Dinge lernen. 6. Das war jetzt die 6. Krass, dass ihr das erkennt. So ja. Sieht das aus. Und das ist die 1. Ja. Okay, warte. Was gibt's noch? Was kann man noch da reinstecken? Guck mal hier. Hier gibt es so viele Teile. Guck mal, das sind die Werkzeuge, Lina. Ja, Handschuhe. Das sind Handschuhe. Guck mal. Na, das tust du hier rein. Ich mag jetzt Dinge zu starten. Handschuhe. Ja, cool. Wow, das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der redet einfach nur. Aber hier sind so Bausteine drin und dann sagt er, was das ist. Zum Beispiel hier ein Hammer, eine Säge, eine Schubkarre. Anne, da! Ja, guck mal, das tust du einfach so hier rein. Ja, Arbeitsstiefel. Und dann hat man hier so einen Wagen. Da kann man dann die Sachen draufstapeln. Ich versuche das mal so wie auf dem Bild zu bauen. Ich weiß aber nicht, wie der das erkennt, ne? Das ist aber auch richtig cool. Nee, hier? Dann muss ich auf jeden Fall viel lernen. Warte, Schatz. Da kommt der Hund. Das ist sein Macht hier. Dann kommt das an die Seite. So. Dann kommen die Schuhe. Das könnt ihr dann einfach nur so rausziehen. Und ja, Kiste. Ja, richtig cool. Ehrlich, das gefällt mir richtig gut. Und damit könnt ihr dann halt auch noch bauen. Hier sind so viele verschiedene Sachen dabei. Cool, ne, Lina? Ja, da! Damit kannst du so viel Spaß haben. Guck mal, hier sind Zahlen. Richtig schön. Ja, da! Also, ich finde das perfekt für ein 1,5-2-jähriges Kind zum Lernen. Und dann packen wir hier mal diesen Elefanten aus. Momentos. Zeigt ihr das? Ja. Ja, ne? Kannst du mich hier reinkaufen? Anne, hier! Und die sind auch gar nicht mal so teuer. Ich habe gerade im Internet geschaut. Hier, der Elefant wäre zum Beispiel perfekt für Mädchen. Anne! Das schaut so aus, aber ich baue das jetzt nochmal auf. Anne, dann! Ja, bitte. So, Moment. Lass uns etwas bauen und dabei viele neue Dinge lernen. Wow. Lastwagen.
Ich bin ein Lastwagenjäger. Ich habe einen Kahn. Mit ihm bringe ich nach oben. Warte, das fährt aber dazu. So. Dann kann man das noch hier dran machen. Alles total schön. Das ist unser Elefant. Der kann sogar seinen Kopf drehen. Schau mal. Hallo. Und hier ist sein Schwänzchen. So. Ja. Dankeschön, VTech, auf jeden Fall dafür. Also, ich verlinke euch das alles unten in der Infobox. Und dann könnt ihr schauen. Ich muss noch kurz anmachen. Schaukelt hier jetzt und Papa kommt gleich nach Hause. Also Aula ist jetzt gleich zu Hause und dann essen wir Kumru. Der bringt Kumru mit. Zeige ich euch gleich. Ich glaube, die Burger haben den wirklich gar nicht geschmeckt, sodass er wieder Hunger bekommen hat. Genau. Lia wollten wir eigentlich noch baden. Sie muss nämlich baden. Und Lia hatte sowas wie Pilz auf der Zunge. Ich weiß jetzt nicht, wovon das kommt. Aber sie hat das schon seit der Geburt. Deswegen hat der Arzt halt eine Salbe verschrieben für ihn, für die Zunge. Und das muss ich ihr dann ab morgen geben, weil wir das heute noch gar nicht abgeholt haben aus der Apotheke. Übrigens gebe ich Lina abends immer das hier. Ich finde das zu schade, um das wegzuschmeißen. Das ist einfach zu teuer. Und ja, ich habe ihr jetzt eben eins warm gemacht. Da hat sie 20 Milliliter getrunken, wollte sie nicht mehr. Eigentlich trinkt sie immer die 90 ml leer. Komisch. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ja, und das ist dann das Letzte. Das kann sie dann morgen haben, wenn sie möchte. Wenn nicht, dann nicht. Dann kann sie halt an Mama weiternuckeln. Ja, wie gesagt, ich warte jetzt auf Order. Dann bereite ich die Sachen vor und kann sie baden. So, Lia hat gerade Schluck auf. Und chillt mit Papa. Sie macht total komische Geräusche, ne? Sie übt sich gerade. Ja. Sie wird auch später Sängerin wie ihre Schwester. Ja. Hatti, gib was. Aufstehen. Kopf hoch. Sie sucht Kopf die ganze Zeit Brüste. Nur trinken, trinken, trinken. Ah, frei. Wir wollten sie eigentlich baden, aber es ist jetzt spät geworden. Wir haben schon 11 Uhr, deswegen morgen. Ja, so ist morgen da. Ne? Morgen, Buddy. Und was uns bei ihr voll auffällt, dass sie mehr Haare hat als Dina. Dina war damals so ein richtiger Platz. Nee, Dina hatte damals vorne hier Haare. Ja. Hier nicht, aber bei ihr ist anders. Sie hat hier Haare, aber oben. Ja. Aber Nase, nicht, dass, Augen, nicht, dass sie wie Arkan wird, Schatz. Ja. Sonst müssen wir auch nach Istanbul. Haartransplantation. Dann musst du telefonieren und da reintun. Genau. Ne? Die Arme, die hat die ganze Zeit Schluck auf. Oder am besten ihre Wimpern. Ja. Guck mal, wie lang die sind. Die, genau wie deine. Guck mal, deine sind auch voll lang. Okay. Scheiße. Adi, gute Nacht. Tschüss. Bis morgen. Ne? Adi, tschüss.